Hallo und willkommen zurück bei Oxygen Not Included. So, wir müssen hier jetzt mal irgendwie gucken, wie wir hier einen Filter reinbekommen. Beziehungsweise hier mal... Warum ist hier sauberes Wasser drin? Naja, ist ja egal. Eine Pilzspore, ist das dein Ernst? Na gut, besser als keine Pilzspore. So, das Wasser wird hier langsam zu warm. So, damit die nicht so lang im Wasser bleiben müssen, würde ich sagen, deaktivieren wir den hier. Falls wir den mal aktivieren müssen wieder. Werden wir hier eine Umgehung dran setzen. Warte, ich pausiere gerade mal. Können wir vielleicht... irgendeine Automatisierung da... Ein Keimsensor. Nee, der Keimsensor... Hier kommen sowieso Keime, egal wie warm es hier ist. Ein Signalschalter, dass wir hier vielleicht ein Ventil hinmachen. Das dann gleichzeitig den hier ausschaltet. Und hier ein Ventil öffnet. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Also, wir werden jetzt hier dann ein Ventil reinbauen. Hier. Das dann hier drauf geht. Also sozusagen den hier umgeht. Mit einem Signalschalter, der dann am besten natürlich hier oben ist. Na, da, oder den können wir auch draußen hin machen eigentlich, ne? Damit die hier nicht rein müssen. Jetzt machen wir den hier hin. So, wenn der aktiviert ist, soll der an sein und der aus. Das heißt, wir müssen hier ein Nicht hinmachen. Ich gehe das jetzt mal theoretisch durch, ne? Nicht. Und der geht da so drauf, so drauf. Na, das heißt, der ist an, dann ist der an und der aus. Wenn ich den ausmache, ist der an und der aus. An, aus ist ja dann eigentlich egal. Müsste so funktionieren. Zumindest sollte das. Und jetzt setzen wir hier mal die Priorität hoch. Hier machen wir 7. Was haben wir hier drin? Ach, hier ist das Oxylit drin. Na, gucken wir mal, ob die auch hier rein müssen. Ja, okay, sie gehen ins Wasser. Na, sie verbrennen sich, natürlich. Was hat sie? Okay, warte. Wer war denn das jetzt? Nisbet. Ja, die zu schwer verletzt sind, ne, natürlich. Die gehen jetzt woanders hin. So, jetzt muss der natürlich wieder aktiviert werden. So, das heißt, im Moment ist der an.
Hab ich doch richtig gemacht. Ich bin so doof, ne? Doch nicht die Pumpe. Okay, das war jetzt ein bisschen dämlich. Wir müssen hier auch mal was gegen die Luft machen. Wir machen hier jetzt erstmal zwei von denen hin. Wir machen das mal so, dass hier die ganze Luft so ein bisschen nach unten runterfällt. Dann geht die Luft hier durch. Jetzt machen wir hier noch einen hin. So, jetzt machen wir den hier aus. So, jetzt ist der aus. Das könnten wir übrigens nochmal machen. Wenn wir jetzt hier noch ein Ventil hin machen würden. Ich meine, so ein Ventil, was kostet so ein Ventil an Strom? 10, ja. Wieso haben wir denn hier so eins? Wir müssen natürlich... Wobei, hat auch Überhitzungstemperatur, ist also egal. Nein, dann nehmen wir natürlich Kupfer. So, dann setzen wir hier noch einen hin. Jetzt müssen die aber natürlich weitergehen, ne? So, jetzt brauchen wir noch einen Signalschalter. Also wo setzen wir den hin? Den können wir natürlich auch irgendwie hier so reinsetzen. Ne? Ist ja eigentlich kein Problem. Ach komm, dann... Ja, aber wenn der draußen wäre, wäre das natürlich schon praktischer, ne? Dann müssen die nicht reingehen. Setzen wir hier hin, ist okay. Vollkommen in Ordnung. So, jetzt brauchen wir natürlich auch wieder so ein Nicht-Gatter. Ja, jetzt wird es ein bisschen teurer, ne? Also... Müsste aber funktionieren eigentlich. So, jetzt müssen wir hier noch Strom dran machen. So, und die Prioritäten hoch. Ja, wir müssen hier mal was für die Luft machen, ne? Das soll ja hier nach unten weg. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch gar nicht gemacht. Bewusstlos? Ach du Scheiße. Leute. Geht da mal raus, ne? Also Otto. Otto. Da kommt jetzt kreativer Name hin. Ach nee, hier ist der zugewiesen. Otto? So,
So. Das heißt, wir machen den jetzt noch mal aus. Der Architekt. Jetzt haben wir sowieso überhaupt keinen Strom. Aber theoretisch müssten die beiden jetzt aus sein und nur noch der an sein. So, hier holen wir uns noch mal ein bisschen was raus. Der Schadenüberhitzung ist hier unten. Okay, wir gucken mal, dass wir die drei Teile jetzt hier bekommen. Wo könnten wir die denn herbekommen? Hier. Haben wir schon mal einen. Hier den zweiten. Jetzt brauchen wir noch einen dritten. Hier könnten wir eigentlich ganz einfach machen, indem wir den weiter nach unten ziehen. Dann vergrößern wir den hier mal ein bisschen. Okay, wir haben keine Kohle. Hier ist doch noch Kohle. Warum haben wir hier eigentlich runtergebaut? Weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist hier noch Kohle. Können wir theoretisch auch noch das Eisen rausholen. Den lassen wir mal. Wir müssen anfangen, Kohle zu produzieren. Das heißt, ich muss unbedingt wieder ein Gehege bauen. Für die Typen. Wenn du das CO2 doch waschen willst, das Schmutzwasser ist nicht verkeimt. Ja gut, das Wasser will ich erstmal hier runter ablassen. Ach, hier haben wir das Filtersystem schon eingebaut. Ach, hier haben wir das Wasser auch schon drin. Warum ist denn jetzt hier das kaputt? Zu warm? Was ist denn hier so die Überhitzungstemperatur von so einem Teil? Ja, hier ist der Schmelzpunkt eigentlich ziemlich hoch, ne? Deswegen weiß ich nicht, warum geht der hier kaputt? Ach so, weil das Wasser verdampft, kann das sein? Warum funktioniert der hier nicht? Der ist doch aktiviert. Automatisierungsnetz? Was?
So, einpflanzen. Einpflanzen. Also die kalte Luft müsste eigentlich ja nach unten ziehen, ne? Zumindest sollte die. Okay, die laufen nicht, weil Strom. Wie kommt denn das Wasser jetzt hier temperaturmäßig an? Na, 37 Grad. Ziemlich langsam. Warum wird denn das da so langsam rausgepumpt? Gucken wir mal nach. Rohr blockiert. So, das ist natürlich doof. Wenn das so hin und her geht. Oder wir zerlegen hier das Rohr wieder. Gucken wir mal, ob es schneller geht. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ja, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie ich das machen könnte, ob ich vielleicht noch eine Pumpe hier machen soll, dass dann da drauf geht. Jetzt haben wir wieder die Stromprobleme. Gut, es füllt sich ja hier langsam. Na gut, die brauchen relativ viel Wasser. Ja, vielleicht brauchen wir echt noch eine zweite Pumpe. Dass wir den Abschnitt hier trennen. Auf eine zweite Pumpe, ich glaube, hier ist es egal, wie die Temperatur nachher ist. Ja. Oh, ist schon relativ warm hier drin, ne? Jetzt habe ich die Teile ausgemacht. Ja, hier ist die Temperatur mittlerweile runtergegangen. Würde ich sagen, entwurzeln wir die beiden hier mal und stellen die mit nach unten. Die Gulia hat geschrieben, ich vermute, dass oben bei deinem Öl, Wasser und so weiter reingekommen ist, weil da Eis drin war, ja. Das könnte sein. Also hier, der braucht eigentlich gar keine Automatisierung, ne? Also der ist eigentlich unnötig, weil der soll immer weiter im Kreis pumpen, ne?
Es geht ja hier um den Temperaturaustausch. Das heißt, den hier brauchen wir gar nicht. Jetzt bauen wir hier mal gerade die Automatisierung auch weg. Ne, das sind ja teure Ressourcen. Ja. Das Rohöl kommt hier raus, ja. Ich glaube, grundsätzlich können wir hier auch den zumachen. Wir machen den mal, dass man nicht reingehen darf, ja? Liegt ja nur ein bisschen Zeug rum, was jetzt nicht so wichtig ist. Und machen den jetzt mal so, dass der hier schön die ganze Zeit in Betrieb ist. Also jetzt ist er die ganze Zeit in Betrieb. Für ihn haben wir, was haben wir den eingestellt? Auf 20 Grad. Und dann füllen wir den Raum jetzt komplett. Gut, dauert jetzt ein bisschen wegen dem Strom. Es wird echt Zeit, dass uns unsere Erdgasdinger wieder in Betrieb sind. Ein Hedge. Oder Algen. Na, wir brauchen den Hedge. So, wir nehmen den Hedgeling. Jetzt bauen wir schnell für den Hedgeling. Hier das Teil. Das Gehege. Wie groß muss so ein Gehege sein? Haben wir ja schon eigentlich festgestellt. Das ist doch viel zu groß hier, ne, oder? 1, 2, 3, 4. Wir werden immer so Vierer, ne? Wir nehmen mal Eisenerz für die Türen. Hier machen wir erstmal zu. Ja, jetzt können sie eigentlich anfangen zu bauen. Hier machen wir die Leiter mal weg. Ach so, hier haben wir so gemacht, weil hier kommen ja jetzt hier die Teile rein. Ja, wir heben uns das Gold mal ein bisschen auf. So, hier kommt eine Pflegestation rein. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Wir kopieren uns so einen Teil. Jetzt bauen wir uns hier so einen Tierfutterer rein. Zwei Brutschränke. So, den Hedge, den fangen wir schon mal ein. Der rennt ja hier irgendwo rum. So, einfangen. Na, der kommt dann hier schon mal rein. So. Den halten wir jetzt natürlich nicht offen. Der Hedge soll ja nicht rauslaufen. So, hier kommt jetzt der Hedge und der Hedgeling rein. Ja, komm, wir machen auch mal, dass hier die Salbei-Teile rein können. Die Stein-Hedgelinge, die werden wir aber wahrscheinlich nicht produzieren. So, jetzt haben wir hier schon mal den Hedge drin.
So, jetzt muss ich nochmal, jetzt pausiere ich gerade nochmal, bevor die nämlich jetzt hier was reintun. Wir haben ziemlich viel Essen. So, was haben wir denn? Wir haben Barbecue, nicht so viel. Wir haben ein bisschen Omelette. Wir haben ein paar Dornbeeren. Am meisten haben wir Beerenmatsch. Würde ich sagen, tun wir Beerenmatsch hier rein. Können wir das hier mal zumachen? Wie viel Erde haben wir? Wir haben ziemlich viel Sand. Ja, hiervon haben wir jetzt zwar auch ziemlich viel, aber davon werden wir auch mal viel brauchen. Erde. Ja, wir haben ein bisschen Erde. Mehr Ton haben wir. Also wir haben viel mehr Ton. Was haben wir denn noch? Wovon wir? Läusebrot haben wir noch ziemlich viel. Dann lassen wir den. Tun hier Läusebrot rein. Sand. Und Ton. So, jetzt können wir jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Dann setzen wir mal auf 7. Salbei-Hatchling. Bärenmatsch. Die Algen tun wir hier nicht rein. Haben wir nicht den Bärenmatsch rausgenommen? Dann tun wir den Bärenmatsch raus. Das Läusebrot rein. Also das ist doch jetzt hier Verarsche. Okay, weißt du was? So. Also. Hatch. Was haben wir gesagt? Läusebrot, Sand und Ton. So. Noch was zusätzlich für den Salbei-Hatch. Ja, wir haben von allem nicht so viel. Noch was zusätzlich für den. Na okay, das machen wir, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Hatchling. So, wir gucken mal stromtechnisch, wie sieht's aus? Beziehungsweise, wie sieht's überhaupt aus mit der Größe des Raums? Können wir nicht. Also noch nicht gucken. Okay, Strom. Haben wir doch hier einen großen dran, ne? Die sind ja nicht dauerhaft in Betrieb, deswegen würde ich sagen, geht das auch so. Eigentlich voll unnötig, dass wir hier überhaupt das so gemacht haben. Weil die sind doch niemals dauerhaft in Betrieb. Wenn wir alle überarbeiten, kriegen wir unsere Ressourcen wieder raus. So, jetzt switchen wir erstmal wieder auf den. So, gucken wir mal, wie groß ist der jetzt? Oh, der ist perfekte Größe. Wir erhöhen hier auch mal das Ding, der soll auch schön produzieren jetzt. Das zerlegen wir. Zerlegen. 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 Was ist das für eine Leitung, die hier lang läuft?
Mach sie mal einer an. Warum läuft denn hier eine Leitung lang? Machen wir mal weg. Okay, was hat... Moment, was hat Ellie? So nicht. Was hat Joshua? So nicht. Kann man das hier nicht irgendwie einstellen? So, die wann ab wann die sich hier so hinlegen? Müsste man mal machen. Ja, okay, das sind hier die Notfalldinger. Ach, guck mal, sieh an, die sind fertig. Haben wir ja gemacht. Hat bis jetzt keiner kommentiert, also scheint es okay zu sein. Ja. Wir werden mal gucken, dass wir hier so ein bisschen reinkommen. Hier ist nur eine Dreiergröße. Ja, wir versuchen hier mal so ein bisschen mehr rauszuholen. Wer macht denn hier jetzt eine Sauerei? Warum gehen die denn nicht auf Toilette? Kein Wasser da oder was? Weil kein Strom. Warum haben wir keinen Strom? Weil wir keine Kohle haben. Das heißt, das ist ausgefallen. Die sind alle raus. Scheiße. Hier haben wir die Kohle schon abgebaut. Okay, Priorität 9. Das war echt ein Fehler. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein starker Fehler wird. Wenn wir die Teile wegmachen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ja, machen wir mal so. Hier haben wir noch Kohle. Werden wir komplett wegbauen. Könnten wir eigentlich auch hier direkt ans Eisen gehen, aber wir holen uns jetzt erstmal hier die Kohle raus. Ja, das wollten wir hier irgendwann mal komplett wegmachen, haben wir nie gemacht. Okay, wie sieht es denn beim Erdgas aus? Aktive Phase,
Nächste Aktivität in 4,2 Zyklen, perfekt. Der braucht noch 33 Zyklen. Wie sieht's hier aus? In 5,9 Zyklen. Okay, es dauert nicht mehr ganz so lang. Hier ist auch noch eine schöne Kohle vorkommen. Ja, wir müssen langsam hier auf Petroleum, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Wir können ja schon mal gucken. Ne, hier setzen wir noch einen hin. Hier setzen wir mal die Prioritäten hoch. Die kommen wahrscheinlich hier nicht rein. Weil kein Strom, ja. Das heißt, die können hier gar nicht dran. Weil das Notfallsystem am Strom hängt. Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Ja, scheiße. Die haben 9er Prio. Das ist zwar hier alles ganz schön, aber... Okay, wir gucken mal, dass wir irgendwie jetzt was mit dem Öl machen. Wir müssen da jetzt was machen. In Petroleum und Erdgas. Ich setze die jetzt mal hier hin. 3 Stück. Ich pausiere aber gerade nochmal. Wandelt Petroleum in elektrische Energie um. Gut, die sind zum Glück nicht so teuer. Kohlendioxid. Kann ich hier hin... Oh, die könnte ich... Oh, passen nicht ganz so hier rein. Hier würde einer hinpassen. Und er produziert verschmutztes Wasser. Und Kohlendioxid. Ich setze jetzt einfach mal 3 nebeneinander. Na, gucken wir mal, ob wir das dann irgendwann schöner machen. Dann wären die auf jeden Fall schon mal mit drin. So, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, ne, sanitär. Müssen wir hier auch irgendwie Rohöl hinkriegen. Upsala, was habe ich jetzt gedrückt? Weg. So, und hier kommt Petroleum raus. So. Jetzt machen die immer weiter Sauerei, ja, ich weiß. Hier die Pumpe. Da müssen wir aber noch ein Dings dran machen. Ein Filter. Ja, sollen sie jetzt erstmal überall hinpissen, ist mir gerade egal. Geht hier drauf.
Und ich würde sagen, dann geht der Rest erstmal da drauf, ne? Ist ja jetzt eigentlich egal so, ne? So, wie sieht es stromtechnisch aus? Der ist verbunden, der hier aber nicht. Okay, hier sind wir auf jeden Fall dabei, ein bisschen CO2 abzuarbeiten. Der kriegt auch eine 9er Prio. Und hier tun wir erstmal das ganze CO2, das ganze Wasser rein. So, irgendeiner hier produziert doch noch Wasser, ne? Die produzieren noch Erdgas. Produziert Kohlendioxid, unverschmutztes Wasser. Wo kommt denn das verschmutzte Wasser hin? Wandelt Petroleum in elektrische Energie um. Die haben hier gar keinen Flüssigkeitsausgang. Ach so, das fällt wahrscheinlich unten raus, ne? Gut, dann muss ich das nochmal überarbeiten. Dann zerlegen wir hier diese nochmal und dann müssen wir die woanders hinstellen. Denn das muss dann ja hier hin. Das heißt, ich werde jetzt hier das mal wegbauen. Ich würde sagen, wir fangen dann hier so an. Strom, die können ruhig jetzt schon mal arbeiten. Jetzt bauen wir hier 4 von diesen Teilen nebeneinander. Das ziehen wir bis zum Ende durch. Das kommt irgendwann alles weg. Kümmern wir uns aber später drum. So, die haben wir auch alle aus Gold gebaut, genauso wie die, die und den, ja. Okay. Jetzt muss das Petroleum darüber. Oh, Scheiße, ey. Machen wir es so. Das ist total unnötig, okay. Abbrechen. 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 Zerlegen. So, das kommt weg. So, dann machen wir jetzt sanitär den Filter. Setzen wir jetzt... Oh, komm, setzen wir ihn hier dran. Der geht daran. Der geht daran. Und der geht daran. So, Strom. Okay, hier habe ich einen Fehler. Machen wir es so.
Sollte funktionieren. Ja gut, wie die jetzt am schnellsten bauen, dann müssen wir mal gucken. Ne? Hauptsache erstmal hier die Kohledinger laufen. Wieso hat denn der hier Eierschalen gesammelt? Ne? Das verstehe ich jetzt gar nicht. So, warte, wir können nochmal denen wurzeln und denen wurzeln. Dann haben wir nochmal 3 Stück. Können wir 2 schon mal hier reinmachen. Und hier unten natürlich auch. Ah, hier ist ein bisschen zu warm noch. Rohr blockiert. Weil der Filter Schrott ist. Wieso wird der repariert? Der Filter muss repariert werden. Wurde das hier eigentlich nie weitergebaut? Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal, das hat keine Priorität. Boah, hier ist echt ziemlich hohe Dichte. Ne? Das ist... Wir öffnen den hier mal. Na, dann kann hier das Gas erstmal entweichen. Nachher platzt das hier oder sowas wegen hohem Druck. Ich überlege, ob ich hier vielleicht die isolierten Ziegel wegmachen soll. Also auch normale Ziegel mache. Na, wegen dem Temperaturausgleich von oben nach unten. Ja. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Na komm, wir erhöhen hier mal gerade die Priorität. Damit wir auch genug Kohle die ganze Zeit haben. Es dauert ja nicht mehr lang. Ja, okay, wir müssen irgendwas mit dem... Wir müssen... Das, was mit dem Wasser machen. Die Temperatur hier nimmt auch gar nicht ab. Aber gut, die ist auch warm genug. Okay, wir bauen jetzt hier mal nochmal eine Pumpe hin. Also. Die bauen wir jetzt hier dran. Die machen wir hier dran. Und wir zerlegen diese hier. So, wie sieht es stromtechnisch aus? Muss der noch... Ja.
Okay, wir versuchen mal beides. Wir versuchen beides. Wenn das jetzt steht, dann versuchen wir den hier mal zu deaktivieren. Und gucken wir mal, wenn der aus ist, ob wir das auch nur mit dieser Pumpe hinkriegen. Probieren wir jetzt noch. Gut, die Folge ist wieder lang. Das Wochenende. Also ich habe mir jetzt mal einen Tag ausgenommen, wo ich dann wieder ein bisschen aufnehmen kann. Weil ich habe jetzt wirklich, auch wenn ich hier mir anhören müsste, dass ich nicht am Lernen bin, habe ich aber jetzt tatsächlich mehr als genug gelernt. Also eine Woche komplett durchgehend, auch den ganzen Tag. Jetzt nehme ich mir heute mal frei. Morgen, übermorgen mache ich weiter. Gut. So, Sanitär. Das Rohr ist blockiert. Wieso geht der nicht nach links? Okay, wenn ich den hier jetzt zerlege, das würde funktionieren. So, das ist aber die Pumpe für rechts. Weißt du was? Ist mir egal. Ich setze hier noch eine Pumpe rein. Ist mir vollkommen egal. So. Dann zerlege ich den hier. Komm schon, Ellie, das hält so aus. Du bist hart im Nehmen. Okay, doch nicht. Die Puffprinzen verhungern. Ja gut, warum haben wir hier auch Erdgas? Wieso haben wir denn hier eine luftdurchlässigen Ziegel? Ich weiß, dass wir die mal hatten. Was ist denn das hier für eine Planung? Das ist ja überhaupt nicht symmetrisch. Machen wir es so. Hier muss das Erdgas und das Wasserstoff und was hier alles ist, das muss hier mal raus. Hier verschmutzter Sauerstoff, der muss nach oben. Hier haben wir noch irgendwo Chlorgas drin. Das Chlorgas muss hier komplett raus. Ich glaube, wir machen hier die Automatisierung raus, oder? Komm, zerlegen. Automatisierung raus. Soll der pumpen? Gut, das ist ja jetzt alles aus hier, ne?
Wie viele Generatoren haben wir denn am Laufen? Gar keinen. Hier kommt mal was an. Aber viel zu wenig. Okay, wir müssen mal ein paar Sachen abschalten. Das geht ja mal gar nicht jetzt. Was verbraucht denn hier viel Energie, was wir abschalten können? Brauchen die Dinger viel Energie? Also ich meine, die hier haben wir ja schon alle abgeschaltet. Oh, jetzt läuft sogar mal Erdgas. Schön. Ja, hier, die sollen langsam mal kühlen. Und wir setzen hier mal auf 25. Ja, das Rohöl kommt hier mit 20 durch. Wieso verbrühen die denn hier? Zu kalt wahrscheinlich, ne? Ah ne, hier drin. Wie kommen die denn hier überhaupt an Erde? Sedimentgestein. Sand. Da ist noch ein bisschen Gold, was man rausholen kann. Bisschen Alge. Hachi, Gesundheit, danke. Wir wischen das hier mal weg, weil nachher kommt deswegen hier kein, ist hier kein Luftaustausch. Dann müssen die Dinger noch irgendwie ausmachen. Wie viel verbrauchen die? Gucken wir mal. 240. Was geht eigentlich? Ist wie eine normale Pumpe. Den machen wir aus. Deaktivieren. Okay, Erdgas pumpt. Hier müssen wir mal die Luft wieder ein bisschen, den Sauerstoff ein bisschen erhöhen. Die Teile brauchen wir. Kann man denn irgendwie hier sehen, welche Teile brauchen wir denn nicht, die viel verbrauchen? Also viel Wasserverbrauch, Strom verbrauchen. Das Ding ist, ich brauche irgendwie alles hier, ne? Warte, den hier können wir mal ausmachen. Komm, den deaktivieren wir mal. Der soll hier ruhig weiterkühlen.
So, der soll Petroleum. Aber hier unten geht's irgendwie nicht voran, ne? Wir machen hier mal 6er hin. Erstmal, was soll 6er werden? Die hier unten. Oh, sorry. Das sind 6er. Dann machen wir hier mal 7er hin. Dass hier schon mal der Boden ist. Natürlich bringt das hier alles nichts, wenn wir kein Petroleum haben. Das heißt, wir machen hier jetzt mal den 6er-Strang fertig. Können hier auch gleichzeitig den Boden mal austauschen. Vielleicht hilft das ein bisschen was. Na komm, dann wird... Ach komm, hier alles 6er. Zack, alles 6er. Das hier bleibt 5er. Genau wie das. So, wir brauchen wieder ein bisschen Kohle. Wie könnte man das am besten machen? Wir machen es ganz einfach. Wir machen jetzt mal hier eine Leiter hin und hier eine Leiter hin. Weil wir Kohle brauchen. 9er. Weg. Hier ist noch ein riesen Kohleblock. Wir haben noch andere Möglichkeiten für Strom eigentlich. Haben wir, haben wir, haben wir. Sind wir dabei? Dampfturbine, sind wir noch nicht so weit. Solar. Glas. Ich würde sagen, wir gucken uns hier mal was an. Dann bauen wir hier eventuell eine Schleuse hin oder so. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie an die Oberfläche kommen, ohne dass wir hier unsere Basis damit vernichten. Dass wir vielleicht auch ein Solarmodul bauen können. Müssen wir mal gucken. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Wann macht der denn mal Kacke? Hier, Hatchling-Ei, wann? %50. Wir müssen noch mal durchwischen, weil die jetzt alle irgendwo hingepieselt haben. Ich würde das Lager hier wegmachen, aber...
Wir setzen es einfach tiefer. Dass wir das irgendwann wegreißen können. Oh, ein bisschen Stress haben wir immer noch. Okay, hier ist jetzt die Temperatur tatsächlich zu hoch. Na, jetzt haben wir hier die ganzen Teile weggemacht. Kalk, super. Naja, ich bin froh, dass wir überhaupt solche Teile jetzt noch von da bekommen, ne? Okay. So, dann kommen wir an den noch dran. Dann kommen wir an den noch dran. Was ist denn mit Jugulias los? Ach so, hier ist ziemlich warm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so warm ist. Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was ist mit dir los? Wer kümmert sich denn hier um... Jugulias. Hätte ich gedacht, dass hier so warm ist. Das brechen wir jetzt mal ab. Das war aber knapp. Naja, noch ist er nicht durch, ne? So, Duplikant ist gestorben. Julius war ja klar Standard, dass der stirbt. So. Weiß noch einer, was Julius seine Aufgabe war? Erfahrener Minenarbeiter. War aber auch nur 9. Na gut, können wir machen. Ist ja kein Problem. Kommt ein Jugulas, der zweite oder dritte ist das eigentlich schon, ne? Warum ist der mürrisch? Ich meine, der ist so weit weg. Müssen wir vielleicht einfach so mal eine Pflegestation hier so... Einfach hier so irgendwie so... Irgendwo hinstellen oder was? Einfach mal hier so hin, so... Einfach so... Ich weiß immer noch nicht, wo manchmal das Wasser herkommt, ne? Was ist mit dir los? Nix wischen? Du bist verletzt. Hier ist ja noch einer. Ist auch mürrisch. Kommen wir das ganze CO2 durch. Das eigentlich hier runterfallen sollte. Ich wische hier mal den Boden sauber, ne?
Hier scheint ja überall irgendwo was zu sein. Vielleicht ist hier deshalb kein Austausch. Man sieht's nur nicht. Kann man die sonst nicht einfach hier stehen lassen? Komm, den zerlegen wir mal wieder. Das ist eine 5er Prio. Komm, der muss kacken. Er hat gekackt. Ja gut, die ballern jetzt hier natürlich CO2 hin, ne? Jetzt muss ich hier vielleicht doch noch einen Filter reinmachen. Ah ne, das haben wir ja hier schon. Na, hier wird das ganze CO2 reingeballert und ja, ist mir jetzt egal. Hauptsache wir haben Strom, ne? Wie sieht's hier unten aus? Nicht gut. Das heißt, hier entsteht wieder Dampf. Der hier oben. Warum wird's denn jetzt hier auf einmal wieder so warm, ne? Nachher sterben mir die Dinger weg. Warum steht das denn hier jetzt eigentlich schon wieder? Hier. Was ist hier los? Ist das Ding voll oder was? Ventil. Das war die ganze Zeit falsch rum eingestellt, das gibt's doch nicht. Jetzt müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Wasserstoff reinbekommen. Jetzt haben wir hier aber die komplette Lüftung mit drin. Gucken wir mal, dass wir das hier so machen und dann hier zerlegen. Jetzt muss ich hier natürlich auch noch irgendwie so, die Leiter müssen wir auch zerlegen. So. Automatisierung. Dann machen wir hier oben. Dann machen wir unten. Hier oben kann ruhig voll werden. Was haben wir hier überhaupt drin liegen? Was ist denn das Feste da? Ach, Eis. Okay. Machen wir ein
Atmosensor. Wo machen wir denn den Atmosensor hin? Verdammt. Zerlegen. Ja, können wir so machen. Ja, machen wir das hier mal fertig. Und wischt mal hier den Müll weg. Was ist denn mit dem jetzt los? Okay, den können wir direkt nochmal wegmachen, den Gasabzug. Der muss anscheinend einen Überdruck hin. Also ein Hochdruckteil. So, wir machen den mal auf 1500. So, wir brauchen einen neuen Jubulias. Keiner kann graben. Also ich gucke immer nur bei den Interessen. Theoretisch könnten wir hier jetzt da auch frei machen, oder? Huch. Man, wir haben ja hier offen. Hier so ein bisschen Erde. Notfallalgen. Ja gut, das Wasser muss weg. Zu viel Flüssigkeit. Kommt denn jetzt der ganze Chlor her? Habe ich hier bei der Automatisierung einen Fehler gemacht? Objekt überflutet. Das muss weg. Breitet sich hier drin Chlor aus. Wieso das denn? Weißt du, ich habe eine Idee. Wir haben ja hier Oxylit drin, können wir auch dieses verflüssigte Chlor, ne? Verflüssigbar Chlor tun wir da jetzt rein. Und jetzt machen wir hier aufräumen. Damit wir das Chlor da rauskriegen. Thank you.
Na gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Gut, das Klo ist jetzt auch teilweise hier dann durch die Tür raus. So, dann hoffen wir mal, dass das Rohöl dann auch besser gekühlt wird. Ja, hier 1 Grad. Scheint schon ein bisschen zu funktionieren. Was? Doppelfolge haben wir schon? Ach du Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dass wir mit dem Strom endlich wieder hier vorankommen, wenn der hier läuft. Ne, also wenn der richtig ballert. So, der müsste hier auch ballern. Ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt wieder langsam mit dem Strom funktioniert. Also bis dann. Ciao!